guten Tag. Wir befinden uns aktuell in einem japanischen U-Bahn-Tunnel. Ich glaube, ich kann auch schon loslegen, ne? Ist gar kein Japaner. Ist so ein... Ach, was macht denn der hier? Ist so ein Europäer. So, und wir befinden uns auf dem Weg. Weißt du was? Wenn wir da lang gehen sollen, es schliert ein bisschen bei mir. Es zieht ein bisschen nach, aber wir gehen ja eh gemütlich. Ich folge mal dem Gentleman. Zum Glück sind hier überall Kamera überwacht und wir gucken mal, wohin wir... Der richtige Knopf. Test. Nein, der ist es nicht. Test? Nein. Test? Ja, der ist es. Ist ein bisschen zu tief, die Höhle hier, ne? Was macht der denn? Der bleibt mal. Sir? Oh, der ist sad. Guck mal, oh, der ist richtig deprimiert. Der arme Mann ist richtig deprimiert. Ich glaube, sein Akku ist leer. Und er probiert es einfach einzuschalten und ist einfach super sad. Guck mal. Er hat gerade die Zusage vom Jobangebot bekommen. Und jetzt ist sein Akku leer. Der muss innerhalb der nächsten 10 Minuten anrufen. Und weiß jetzt nicht, was er machen soll. Und er wird den Job nicht bekommen. Seine Frau wird ihn verlassen. Seine Kinder hassen ihn. Und dann wird er in einem Karton wohnen. Und all das wird ihm gerade bewusst. Keep left. Ja, warte, ich wollte wieder zum Gleis gehen. Warte, so. Der bleibt da, ne? Der kommt es nicht hinterher. Ich bin ein Rüpel, ja? Ich bin ein Rebell. Ihr seht das schon? Ich gehe in die falsche Richtung. Das ist einfach, ich rebelliere gegen diese Gesellschaft. Mofes. Palippico.com. Das ist bestimmt real, oder? Make-up Art Photo Exhibition. Aha. 2023. Aha. Das Bild von oben, die Pupillen sind ganz cool, aber das unten ist ja einfach nochmal grau gemacht und eingefärbt. Ist aber, weiß ich nicht. Leute, die stehen, Leute, die sitzen, das ist cool. Open, oh, ein Dog-Salon, zui, guck mal hier, der Hund. Kann ich ranzoomen? Leider nicht. Hier, Hundi. Ah, wir müssten mal zum Dog-Salon zui gehen. Und auch wenn ich hier rumlaufe, with a smile. Aid Dental Clinic. Aha. So sieht's da also aus. Alter, die Texturen sind unfassbar scharf. Voll geil. Was ich sagen wollte, man kann sich's nicht vorstellen, aber wenn ich hier rumlaufe, ich vermisse die japanischen U-Bahn. Auch diese Tunnel hier, wo du dann zum nächsten Abschnitt kommst. So, was haben wir denn hier? Nanbu Park. Hapongi Crossing. Hapongi? Okay. Exit 0. Aber wir wollen zu Exit 8, ne? Aber ich geh mal einfach hier, weiter. Sag mal, dieser Abschnitt kommt mir sehr bekannt vor. War das nicht gerade eben schon? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Oh, ich kann noch rennen. Warte mal. Aber der Typ ist weg. Aber hier steht Konkurs. Ah, ich weiß, wer da auf uns wartet. Ich weiß genau, der Allerechteste. Der ist aber schon da. Der ist genau die Strecke gerannt. So, warte, wir gucken mal. Ich weiß, dass ich in die falsche Richtung renne. Ich habe es gerade sogar noch gesagt. Ich renne absichtlich in die falsche Richtung. Ich sagte, ich bin ein Rebell. Ja, ich sagte es doch. So. Ich will nur gucken, ja, wenn da Konkurs ist. Ganz ehrlich. Warte mal. Ne, die Türen sind immer noch gleich. Aber ich glaube, ich werde gleich wieder umdrehen. Ich wollte es nur mal probieren. So, das ist genau wie bei Sidescrollern. Erstmal nach links gehen. So, pass auf. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann ändert sich jetzt alles. Jetzt wird sich alles ändern. Auf einmal Exit 8 und da ist der Typ wieder. Okay, warte. Ja, ich kriege Nahrungsmittel. Einfach hinstellen. Vielen Dank, Dankeschön. Ich bin nämlich gerade, das sind ganz tolle Fingernägel. Guck mal meine. Die sind immer noch schrottig.
mach das. Mhm. So, pass auf. Dankeschön. So, warte. Wir rennen wieder zurück. Aber... Okay, kann ich hier rein? Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Kann ich irgendwas mit dem machen? Der ist sehr energisch. Macht Moonwalk, der kann einfach alles. Ich glaube, der will zu seinem Vorstellungsgespräch. Sir, Sir, bleiben Sie bitte stehen, Sir. Sir, Sir, bitte, bitte stehen bleiben, Sir. Sir, kann ich Sie was fragen, Sir? Sir, bitte, Sir. Ich höre da schon den nächsten. Geht das überhaupt? Warte mal, wenn ich mich jetzt hier wieder in den Weg stelle. Nee. Ich dachte, der kommt da um die Ecke. Wir gehen mal hinterher, der guckt gleich wieder auf sein Handy, ne? Ich weiß es genau. Okay, warte. Sir? Sir! Sir, bitte, Sir! Unflätig einfach, super unhöflich. Diese Gaijins. Sehr unhöflich. So, kann ich überhaupt irgendwas drücken oder machen? Nee, ne? Ich kann nur rumlaufen. Okay, das ist nicht so viel. Keep left. Der Pfeil zeigt nach rechts und sagt keep left. Aber hier ist links gar nichts. Okay. So. Don't overlook any anomalies. If you find anomalies, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back. To go out from exit 8. Ach so, wir müssen gucken, ob Sachen anders sind und dann müssen wir zurückgehen. Oh Gott, ich bin so unaufmerksam. Aber ich bin so unaufmerksam, ich bin so unkonzentriert des Todes. Security Camera in Operation. Oh. Ah. Ja, da gehe ich mal, da gehe ich mal zurück. Okay. Ich bin so unaufmerksam. Hier ist nochmal Exit 0. Ist das auch eine Anomaly? Eigentlich muss hier Exit 0 stehen, oder? Ich gehe mal zurück. Oder wir haben jetzt einen hochgedreht. Vielleicht haben wir einen hochgedreht jetzt einfach. Warte mal. Vielleicht sind wir von 0 auf 1 gesprungen, weil wir eine Anomalie gesehen haben. No smoking. Also Anomalien sind schon deutlich zu sehen, ja? Das sind jetzt keine versteckten Anomalien. So, dass er zum Beispiel sein Handy nicht dabei hat oder so. Ah, okay. Jetzt ist hier eine 2. Und das ist keine Anomalie, okay. Na gut. Vielleicht kommen wir, wenn das Ding immer wieder bei 0 startet, dann werde ich verzweifeln, ne? Ich weiß nicht genau, ob wir ein Level wieder runterkommen oder gleich wieder auf 0 starten. Sobald ich eine Anomalie übersehe, was passieren kann. Aber ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis man sich hier alles merkt. Und ich bin so unaufmerksam gerade. Bin so unkonzentriert des Todes. Jetzt war schon mal 3. Okay. Das wechselt auch. Okay, no smoking. Ich achte auch mal auf die Werbeplakate hier. Da fehlt eine Tür. Es fehlt eine Tür, ich gehe zurück. Da fehlt auf jeden Fall, da fehlt eine Tür.
Okay, also ich renne nicht mehr durch. Ich werde jetzt hier ganz entspannt. Da ist jetzt 4. Okay. Aha, aha. Ich achte auch oben immer auf die Deckendinger, dass die auch so von schräg nach krumm gehen und bla. Da ist die Tür wieder da. Das ist aber schon, puh. Und bei den Werbepostern, ich hoffe, das ist auffällig genug. Er hat wieder ein Handy dabei, okay. So. Fünf, das sieht gut aus. Okay, 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 okay. Luli, lulu, lulu, luli, lulu. So. Es ist eine Kachel weniger als sonst. So, Werbeposter, die Tür ist da. Die Werbeposter sind okay. Sieht zumindest so aus. Ich vermisse japanische U-Bahn doch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Herr Kachelmann. Das war Herr Kachelmann. Der sagt doch sonst mal das Wetter voraus. Puh. Wenn er mich erwischt hätte, hätte ich bestimmt wieder von vorne anfangen müssen. Oh oh. Oh Gott. Oh, oh, oh Gott. Jetzt will ich das nicht mehr spielen. Jetzt will ich nicht mehr. Das Gefühl, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Schlimmes. Aber das kommt bestimmt noch. Ich habe was übersehen. Ich habe was übersehen. Wir fangen wieder bei Null an. Oh, fuck my life. Okay, geil. Let's go. Okay. So. Vielleicht muss ich ab und zu mal stehen bleiben und mir Sachen genauer angucken. Okay. Wir schaffen das. Wir waren schon ganz gut, glaube ich. Also ich glaube, wir waren... Meine Nase kitzelt. Ich glaube, mit der Zeit lernt man auch, welche Anomalien es gibt. Die Tür ist offen. Ich gehe wieder zurück. Wir könnten auch in die Tür reingehen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht. So, wir gucken mal. Ich glaube, je öfter man das spielt, desto mehr sieht man die Sachen einfach oder weiß, worauf man achten muss. Ich weiß es momentan noch überhaupt nicht. Außer dem Fliesenmann natürlich. Okay. Dafür, dass ich so unkonzentriert bin, versuche ich gerade sehr, mich zu konzentrieren. Ich gucke sogar immer, ob der... Ciao. Wieso geht das Licht jetzt hier aus? Sag mal. Frau! Nein, bei mir ist ausgegangen. Gerade als die Lampen im Spiel geflackert haben. Willst du mich umbringen? Golddigger Pan. Die guckt schon, wie sie mich unter die Erde kriegt. So. Okay, warte. Jetzt, gut. Konzentration. Konzentration. Kein Fliesenmann, gut. Türen sind zu, Handy ist dabei. Security. Okay, ich fange jetzt an, gründlicher zu gucken. Das stört mich. Okay. Dubel die Dabel, dubel die Dabel, dubel die Dabel.
Nummer 4, okay. Einige Sachen sind also sehr diskret. Andere sind wiederum sehr auffällig. So. Das Gesicht ist anders. Oh Gott. Oh Gott. Uff. Was für ein gutes Werbeplakat. Da gehe ich hin. Okay, warte. Nummer 5. Hä, aber was für eine schlichte Idee, aber wie cool. Allerdings denke ich immer noch an den Herrn Kachelmann. So. Er hat auch Handy wieder dabei. Okay. Ich habe immer Angst. Jetzt habe ich immer Angst, dass ich irgendwas übersehen habe. Da war ein Käfer auf dem Boden oder so. Oder ein Moos in der Fuge. Oder der Typ zwinkert dir einmal kurz zu, um vorbeigehen. So, okay. Das waren meine eigenen Schritte. Ich habe gerade meine eigenen Schritte gehört und dachte, das hat sich geändert. Sag mal. Nee, okay, ich dachte gerade, wenn wir gehen, dann gehen die Schritte weiter, habe ich gerade gedacht. Aber ich kann jetzt nichts erkennen. Nee, ich dachte gerade kurz, meine Schritte gehen weiter. Deswegen habe ich gerade ganz kurz eben die Schnauze gehalten und mal so gehört. Jetzt steht wieder eine Null da, oder? Ich habe irgendwas übersehen. Ich habe wirklich was übersehen. Das war wirklich was. Nein. Nein. Das war bestimmt irgendwas mit den Schritten. Ich wusste, das ist irgendwas off. Es hat sich so angehört, als würde es nicht passen. Oh nein. Ich habe Termine. Ich muss doch endlich aus der U-Bahn kommen. Ich meine, beim ersten Mal ist egal. Da kann ich auch durchlaufen, wenn beim nächsten Mal Null da... Okay, sehr diskret. Diese Westeuropäer, die sind so groß einfach. Das ist, So. Oh Mann, die Schritte, ich wusste, da ist irgendwas. Aber ich kann halt nicht die Schnauze halten, ich muss halt reden, ne? Okay, warte. So. Ist irgendwie lustiger, wenn man es nicht schafft. Weil es dann noch länger geht. Sieht soweit alles richtig aus. Oh, okay. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, da steht gleich wieder eine Null, weil ich irgendwas übersehen habe, weil ich die Null bin. Am Ende bist du selber die Null, immer wenn du das spielst. Ja. Okay, 2. Exit 2. Ha, okay, sehr gut. So. Ich glaube, der hat sich auch verlaufen einfach. Wir sollten uns zusammentun. Wir könnten gemeinsam viel, viel mehr erkunden und viel mehr sehen. Okay. Wir gucken mal. So. 3, sehr gut. Wir packen das. Ladida, schnubbedudu, stell mal. Weißt du, was das Schlimmste ist, was der eigentliche Horror im Spiel ist? Stell mal vor, du musst dir alles putzen. Das wäre der wahre Horror. Hm.
bei den Deckenluken und bei diesen komischen Kameras da oben bin ich immer unsicher. Wenn die irgendwie fehlen oder an einem anderen Ort sein würden, das würde ich gar nicht mitkriegen. Null. Ich habe irgendwas übersehen. Wahrscheinlich war es genau so ein Scheiß. Ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Ich würde gern wissen, was ich übersehen habe, aber ich werde es ja nicht erfahren. Aber ich glaube, er ist schuld. Ich glaube, er ist hier der Game Master. Hier drei, okay. Wir gucken mal. Erste Runde lief so gut, ne? Die erste Runde lief so gut. Es konnte nicht ewig so bleiben. Ich glaube, das Spiel wollte uns anteasen und dann einfach voll Bam in die Fresse. Wie gesagt, wenn es irgendwas mit den Luken oder Kameras oben ist, dann kann ich mir das nicht merken. Oder ich will es mir nicht merken. Okay, zwei. Und die dann da in der Ecke. Ja, hier ist eine Luke. Jetzt wieder null. Ah, was habe ich übersehen? Was habe ich denn übersehen? Mann! Oh Gott, jetzt kommen hier lauter Kleinigkeiten. Oh, da ist ein Urinfleck in der Ecke gewesen. Oh nein. Oder es riecht anders. Oh Mann, jetzt, oh Mann, ich will hier raus. Ich dachte, wir spielen das mal kurz zwischendurch und jetzt hängen wir hier in der Ewigkeit fest. Oh Mann. Das neue 300-Folgen-Let's Play. Er hat keine Socken an. Ich glaube, das ist jetzt die Anomalie. Okay. Was? Excuse me? Da. Schnappatmung. Ich glaube, ich mag das Spiel nicht. Ich glaube, ich will das nie wieder spielen. Aber dazu muss ich erstmal rauskommen. Vielleicht wohne ich einfach hier. Ich kann auch einfach tapezieren. Ist das eine Anomalie oder? Bitte, bitte, bitte nicht auf Null. Bitte, bitte, bitte nicht auf Null. Bitte, bitte, bitte nicht auf Null. Ah, gut. Denn ich muss zugeben, langsam kommt mir alles merkwürdig vor und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass es gleich wieder auf Null geht. Und dann will ich wieder zurückgehen, weil ich denke, ach, da ist nach Bauchgefühl ist da irgendwas, aber jetzt habe ich nur noch Bauchgefühl. Waren die Luken schon immer da? Ich glaube, ich muss zurückgehen. War die schon immer so? Jetzt denke ich halt, dass immer irgendwas ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich jetzt... Vielleicht stimmt's nicht. Wir werden es sehen. Wir werden's sehen. Wenn da wieder eine Null steht, dann schiebe ich die Schuld auf irgendwen anders. Die Umstände, die Gesellschaft oder vielleicht auch auf dich. Ja, du hast mich abgelenkt. Ah. Ich wollte nur mal gucken, was da steht. Hab's vergessen. Wir waren ja eh bei Null, da kann nichts passieren. Hast du ja gerade gesehen. Ja, wir waren eh bei Null, da kann nichts passieren. Das ist also alles easy, das ist alles legitim. Sehr gut, sehr gut. Okay, die Luken sind es immer so. Ich fange jetzt an, mir die Luken zu merken. Und die Kameras. Okay. Zwei auf der rechten Seite, ja, und hier einer auf der rechten Seite. So. War hier nicht eine Kamera? Oder täuscht mich das gerade? Ah! Ich habe wieder was übersehen, jetzt wo ich gerade auf die Sachen geachtet habe. Jetzt habe ich auf die Sachen geachtet. Ich glaube, ich schaff's. Ich glaube, wir können das System überlisten. Jetzt steht da eine 1, pass auf. Naja. Es war eine 50-50-Chance.
Hm? Das muss man mathematisch sehen. Okay, gut, jetzt Schluss mit Mathematik und anderen Firlefanz. So. Ich glaube, hier ist alles normal. Generell glaube ich, hier ist alles normal. Wir gehen jetzt einfach durch. Jetzt lösen wir es. Ja, der Spaß ist vorbei. Jetzt haben wir uns genug amüsiert. Jetzt lösen wir es einfach. Jetzt gehen wir einfach raus. Ich fange bei Null an. Das ist eine gute Idee. Ich fange einfach bei Null an. Ja, das ist einfach... Oh Gott, das finde ich jetzt alles. Ich will nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Okay, jetzt mal Tacheles. So. Das ist ein guter Anfang. So. Aha. Ja, der ist auch normal, die Türen sind normal, alles normal, die Dinger normal, die Dinger sind auch normal. Ich glaube, alles ist normal. Ein ganz normaler Tag in einem ganz normalen U-Bahn-Abschnitt, den wir alle sehr genießen. Ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen die Beine vertreten. Das hat noch niemandem... ...geschadet. Wir fangen also bei der Null an. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, der kommt auf mich zu! Oh Gott, war das ekelhaft! Das war ja... Gott, war das ekelhaft! Ich würde aber auch gerne wissen, was passiert, wenn er einen kriegt. Aber dann fangen wir bei der Null an, das wollen wir alle nicht. Guten Tag. Boah, das war ja richtig widerlich. Oh, ich habe richtig Gänsehaut. Das war ekelhaft. Das war widerlicher als Kachelmann. Ah, die zwei. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die habe ich schon, Man lässt sich auch ein bisschen verrückt machen, nicht wahr? Man lässt sich schon ein bisschen verrückt machen. Ja, ich habe ja so eine Fischaugenoptik auch ein bisschen, ne? Ich gehe mal direkt wieder, also da bin ich mal direkt wieder, also da muss ich mal, also puh. Das war gerade auch ganz komisch. Die drei, okay. Jetzt muss ich ja mit Lupe durchlaufen. So. Okay. Dubedidel-dudel-didel-didel-dudel-didel-dadel-dudel-dadel. Jetzt traue ich dem auch nicht mehr. Zui, ja, sieht alles normal aus. Habe ich was übersehen? Die vier. Oh, puh, papo. Oh, das ist die vier. Ja. Das war cleveres Wissen und Können mal wieder. Ja, da bin ich wieder sehr strategisch vorangegangen. Da fällt mir gerade wieder das alte Wort ein, strategogatisch. So, wir gucken uns die Poster an. Die Türen sind auch okay. Er ist, glaube ich, auch okay. Hat wieder sein Handy dabei. Sieht alles okay aus? Zwei da. Oh Gott, das habe ich übersehen. Was habe ich übersehen? Ich habe was übersehen. Och, leck mich doch. Was war's denn? Was konnte ich denn da übersehen haben? Es war alles normal. Ich habe es doch... Ich habe es gegengeprüft. Ich habe hier ein Kategoriesystem, ein Aktensystem angelegt. Oh. Ich glaube, wir kommen raus. Da ist der Ausgang. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ach, Gott sei Dank. Ah, wir sind raus. Ach, Gott sei Dank. Ist gerade dunkel, es ist Nacht draußen. Ja, ich wollte doch nicht raus. Hier unten hat es mir eigentlich gefallen.
eigentlich fand ich sie unten doch ganz gut. Bin wieder runtergegangen. Draußen regnet es gerade ein bisschen. Leichter Nieselregen. Hier ist aber trocken. Das ist sehr schön. Ja. Wir gehen noch mal ein bisschen, ne? Wir gehen noch mal ein bisschen. Du kommst so selten raus. Ich dachte, ich nehme dich mal mit. Mal ein bisschen Bewegung. An die dürren Schnakenbeine lassen. So, wir fangen bei der Null an, wie immer. Damit wir einfach auf der sicheren Seite sind. Das ist ja der beste Anfang. Und dann können wir uns von da aus langsam hocharbeiten. Ja, ist ein guter Plan. Sehr gut. Okay. Das sieht schon mal fantastisch aus. No smoking. Die Bilder sehen auch alle akkurat aus. Gemein wäre es, wenn sich da einfach nur irgendeine Zahl ändert, ne? Oder irgendein Buchstabe hier, den man nicht erkennen können. So, zwei da, eine da. Ich könnte schwören, hier müsste mal eine Kamera sein, aber langsam täusche ich mich auch. Hä? Wie konnte ich was übersehen haben? Ich weiß nicht was. Da ist irgendwas, das entspringt meinem Augenkneist. Da war gerade, das habt ihr gar nicht gesehen, da war ein ganz diskreter Unterschied. Das konntet ihr mit dem bloßen Auge gar nicht feststellen. Aber ich hab's natürlich sofort bemerkt. Ja, ich bin quasi hier der Inspektor Conan vom U-Bahn-System. Detective, Entschuldigung, Detective Inspector inzwischen. Bin aufgestiegen. Wehe. Wehe, das sind Null. Oh, Gott sei Dank. Jetzt aber hier. Irgendwas entgeht mir immer. So, jetzt denke ich sogar schon, die Wand da hinten sieht falsch aus, wenn ich hier reinkomme. Ja, die Türen, die Hunde sind auch alle... Wenn die Reihenfolge der Hunde geändert ist, ganz ehrlich, das würde ich niemals merken. Und irgendwann wird sich der Typ einfach zu uns umdrehen und buh machen und ich werde ausflippen. Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Okay. Jetzt, volle Konzentration. Wir wollen natürlich auch langsam mal nach Hause kommen, ne? Jetzt bitte volle Konzentration hier. No smoking. Die Bilder sind alle sehr schön. Er geht nicht komisch schnell. Noch nicht. Ich dachte gerade, die alten Messer. Ich werde langsam paranoid. Aha. Da gehe ich aber. Ne, das mache ich nicht mit. Die Tür war falsch. Hab ich natürlich sofort. Ja, ihr wisst, mein Inspektorblick. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget, wer hat eine Spur? Wuhu. So. Ja, das sieht gut aus. Die Türen. Mhm. Mit ihm alles okay? Oh Gott, der wird uns gleich erschrecken. Ich hasse den inzwischen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt hasse ich den. Okay, ich glaube, hier ist alles clear. Ich habe was übersehen, ne? Ich habe mal... Schnell. Was kann jetzt denn noch schief gehen? Ich traue ihm halt gar nicht mehr, ne? Der war immer so verlässlich. Hat er Socken an? Nein. Der war immer so verlässlich und jetzt traue ich ihm gar nicht mehr. Okay, die Türen scheinen auch okay zu sein. Ja, so übersehen. 1, 2. Das ist auch da. Habe ich irgendwas übersehen? Nee, ne? Also wenn ich jetzt was übersehen habe, dann weiß ich wirklich nicht was.
dieses Spiel sollte verboten werden, weil es einfach unfassbare Selbstzweifel auslöst. Es löst unfassbare Selbstzweifel aus. Ich sitze hier und bin ein Schatten meiner selbst. Und das ist eine Anomalie, also gehe ich zurück. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was noch real ist und was nicht. So. Scheint alles richtig zu sein. Da stimmt auch alles. Also ich, aber 100 pro, 100, jetzt wieder Selbstzweifel, ich habe irgendwas übersehen. Ich habe irgendwas übersehen, wir sind wieder auf 0. Und ich weiß nicht was. Wir sind auf 0 und ich weiß nicht, was ich übersehen habe. Ich habe keine Ahnung, was gewesen sein könnte. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Arschlochspiel. Einfach ein Arschlochspiel. Da ist doch 100 pro einfach nichts geändert. Einfach nur, damit man getrollt wird von diesem Spiel. Ja, das ist doch, so ist das. Andere müssen schuld sein, nicht ich. So. Wie immer im Leben. Jeder weiß, man selbst macht nie Fehler. Ja, es liegt immer an der Gesellschaft. An meinem Finanzberater. Mein Finanzberater hat gesagt, geh da einfach durch. Ja, und ich dann so, ja klar, natürlich, trusty musty, mein lieber Freund. Da gehe ich natürlich durch. Mach erstmal Urlaub für 80.000 mit meinen Freunden. Ist doch klar.